Hallo ihr Lieben, wir machen heute die leckere klassische Linzer-Torte. Wie ich darauf kam, das habe ich euch zu verdanken, denn ich habe euch vorige Male gefragt, was verbindet ihr mit euren Lieblingswinterrezepten? Und dann kam ganz oft die Antwort, die Linzer-Torte. Und deswegen machen wir die jetzt und dafür zeige ich euch zuallererst den richtig schön leckeren Mürbteig. Dafür benötigen wir gemahlene Nüsse. Ich habe jetzt Mandeln genommen. Außerdem Mehl, Zucker, in Stückchen geschnittene Butter, die ist kalt. Ein Ei, außerdem Zimtpulver und Nelkenpulver. Und für den leckeren Mürbteig werden jetzt ganz einfach alle gerade vorgestellten Zutaten in die Küchenmaschine gegeben. Natürlich geht es auch mit der Hand, aber das ist jetzt einfach für Faule. Ich gebe es zu, heute bin ich ein bisschen faul. Und das Tolle ist, dass bei dem Mürbteig ein Teil des Mehls durch Mandeln oder Haselnüsse, generell irgendwelche gemahlenen Nüsse, ersetzt wird und dadurch wird er nochmal richtig schön mürbe. Und sobald ihr merkt, das Ganze ist richtig schön fest geworden, könnt ihr das Ganze aus der Maschine nehmen. Ich knete das jetzt nochmal für ein paar Sekunden auf der Arbeitsfläche und dann wird das Ganze gekühlt. So, als nächstes wird der Teig schön in Frischhaltefolie verpackt. Ich drücke das noch schön flach, damit er schön durchkühlen kann. Dann kommt es für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. Der Teig ist jetzt gut durchgekühlt. Der ist nicht ganz hart wie bei meinem Keksteig. Also der ist schon noch biegsam, aber eben durchgekühlt und so können wir besser arbeiten. Und als nächstes nehmt ihr euch eure Springform. Ich habe jetzt hier eine 26 cm Springform. 24 und 28 gehen auch. Dann wird er eben höher oder ein bisschen tiefer. Und ihr könnt auch euren Backrahmen verwenden. Ist vollkommen euch überlassen. Ich habe den hier nur einmal gefettet mit weicher Butter und werde ihn jetzt noch mit ein bisschen Mehl auskleiden. So, und jetzt packe ich mir meinen Teig aus und nehme hier 2/3 des Teiges, werde damit den Boden und die Seiten der Springform auskleiden und dann machen wir das schöne Gittermuster, das zeige ich euch aber dann. Und für die Seiten mache ich das, also ich mache es mir gerne einfach, sagen wir es mal so. Ich rolle mir einen Strang auf der Arbeitsfläche, nehme ihn dann und gebe ihn dann an den Rand der Springform und dann könnt ihr das ja ganz einfach hochdrücken. So, der Boden und die Ränder sind jetzt vorbereitet. Als nächstes kommt unsere Füllung ins Spiel und dafür nehmt ihr jetzt eine Konfitüre eurer Wahl. Ich persönlich rate euch, nehmt eine, die nicht zu süß ist, denn ihr habt viel Konfitüre. Eigentlich ist es ja die komplette Füllung und dann ist es immer schöner, wenn die so ein bisschen milder ist. Ich habe hier schwarze Johannisbeere genommen und verteile das jetzt einmal auf dem Boden. Das ist soweit vorbereitet und das gebe ich jetzt auch an die Seite, denn jetzt kommt unsere Gitterform und die machen wir jetzt mit dem übrig gebliebenen Teig. Nehmt euch da ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, damit auch nichts anklebt und dann einfach schön ausrollen. So, das habe ich jetzt soweit ausgerollt. Das ist so ungefähr ein halber Zentimeter dick. Und jetzt schneiden wir uns Streifen aus. Da müsst ihr einfach selber entscheiden, wie dick oder wie dünn ihr sie mögt. Ich entscheide das jetzt ganz spontan. Meine werden ungefähr 1,5 cm breit. So, und jetzt einfach durchschneiden mit dem Pizzaroller. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt nehmen wir uns unsere Streifen und legen sie als Gittermuster oben drauf. Und das, was von euren Streifen jetzt übersteht, also zum Rand hin, das könnt ihr ganz einfach abschneiden.
So, das Gittermuster ist fertig, das sieht schon richtig schick aus. Und den restlichen Teig, hier habe ich nur noch so ein bisschen übrig, daraus mache ich gleich Plätzchen, also einfach Ausstechplätzchen. Und jetzt zeige ich euch nur noch einen ganz entscheidenden Schritt für die Optik, denn wir nehmen uns jetzt einen Teigschaber, da können wir mal schön an den Rand rein und drücken uns den Rand runter, dann haben wir nämlich nochmal so einen schönen Abschluss. So, jetzt ist der Rand auch fertig. Ich habe nämlich schon viele Arten gesehen, eine Linzer Torte zu backen. Und viele rollen dann auch eine Wurst und geben das dann auf den Rand. Aber so finde ich persönlich das viel einfacher. Und als nächstes nehmen wir uns ein Ei, das habe ich verquillt, und bestreichen damit den Rand und das Gitter. Also nicht die Marmelade, sondern wirklich nur den Teig. Also viel vom Ei habe ich jetzt nicht verbraucht, deshalb gibt es gleich auf jeden Fall Rührei. Plant auf jeden Fall Rührei, wenn ihr eine Linzer Torte backt, oder ersetzt es einfach durch Milch, aber dadurch bekommt es auch mal eine richtig schöne Farbe. Und jetzt nehmen wir uns gehobelte Mandeln, gerne auch gestiftete, und geben die einmal an den Rand. So, ihr Lieben, die Linzer Torte sieht roh schon richtig, richtig hübsch aus. Aber es gilt noch eine Sache zu beachten. Bitte versprecht mir, dass ihr das nicht außer Acht lasst. Gebt die Springform, so wie sie ist, in den Kühlschrank für 30 Minuten. Dann festigt sich der Teig und eure Form bleibt, wie sie ist. Und anschließend gebt ihr sie erst in den vorgeheizten Backofen. Ich bin schon richtig aufgeregt, weil es so wichtig ist, dieser Schritt. So, bis gleich. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Die Linzer Torte schmeckt unglaublich fein und total lecker. Gerne mit so einem Sprüher Sahne und einem Latte Macchiato. Und ich freue mich, wenn ihr das Ganze nachmacht. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Markiert mich gerne mit dem Hashtag Kikis Kitchen auf Instagram. Könnt mir hier gerne ein kostenloses Abo dalassen und ein Däumchen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Und natürlich auch über euer Feedback in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf Kikis Kitchen. Tschüss!